Ach ja, also nicht da, oder? Denke ich. Gut. Dann adieu. Adieu auch an Sie. Adieu. Adieu. Noch eine schöne Tage. Adieu, mon ami. Je suis pas ton ami. Hätte er dann gesagt. Tolalon. Was? Tolalon? Keine Ahnung. Darf ich nicht Tolalon sagen? Je sais pas parler français. Je ne parle pas français, ce matin. Baguette Marmelade, croissant. Ich habe jetzt beim letzten Mal nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie lange noch Bart geht. Also jetzt läuft dann, seitdem du es mal gesagt hast, seit 5 Minuten. Okay. Das heißt, machen wir noch 5 Minuten. Klingt doch vernünftig. Jawohl. Ponte Emilio. Ponte Emilio. Ponte Emilio. Ponte. Ponte Emilio. 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 Sag Ponte ich doch. Ponte Emilio. Ponte Em... Halt die... Schön, wenn man es kann. Ponte Emilio. Oh. Ja. Ja, sehr gut. Sehr, jawohl. Sehr. Das sagst du jetzt auch nur, damit du hier... Verrat mich doch nicht gleich. Du bist einfach zu nett. Ich? Zu nett geht gar nicht. Guck mal, da ist ein Aussichtspunkt. Ist das ein Borgia? Nee, ja, das ist ein Borgia-Turm. Ich würde gerne diesen Borgia-Turm noch einnehmen. Ich glaube, das ist auch einer, den habe ich richtig geliebt. Kannst du schon Waffen aufnehmen und werfen? Doch, müsstest du auch eigentlich schon längst können, gell? Ja. Du musst unbedingt die Speere von den Speerwachen nehmen und werfen. Das ist die allergeilste Ausschaltungsmethode von allen. Ich komme da aber nicht hoch. Vielleicht sollst du auch erstmal in Erfahrung bringen, wie man Waffen wirft. Symbol, guck mal, Symbol. Ja. Ich sehe den Wolf. Ich mag Wölfe. Echt? Ich glaube, ich bin jetzt... Ich glaube, ich hätte einfach von vornherein stimmen sollen. Wollte ich aber nicht. Ich wollte sneaky halt von der Seite, ne? Das finde ich auch cool. Basilica Julia. Oh, hier kommst du hoch. Und du kannst gleich das Ding abreißen. Jupp. Jawohl. Eine Jude-Idee, oder? Eine Jude-Idee. Dann gibt's vielleicht auch mal irgendwo einen Jude-Sack, ne? Ja. Sie betreten Prospero da Sienas Gebiet, töten sie ihn und den Einfluss... Links ist eine Waffe. Ich hab's gesehen, ja. Toll, das konnte ich jetzt nicht zu Ende lesen. Tut mir leid. Yep. Das war schnell genug. Das Blöde ist halt, er ist unten in den Gängen drin. Und da laufen jede Menge Leute rum. Hallo. Oh, überlaufen, Mann. Passt. Muss ich nur schnell genug sein. Oh, hier war... Oh. Hier war hier nicht die... Ja. Stehen bleiben. Hier war... Ja. Ups, nicht nach unten fallen. Ist der unten? Ja, der ist noch weiter unten, gell? Das ist die Frage. Wartet einen Moment. Lass mich durch. Ich muss zu eurem Hauptmann. Zu dem hier. Der muss sterben. Yes! Der muss seinen eigenen Mann umrennt. Na komm. Jawoll! Ihr wollt nicht abhauen? Oh. Ah. Kann man gerne machen, ne? So. Genickschuss. Ich nehme dich mit in die Hölle, du Hund. Und dann läuft er weg. Ah, kennt man schon, ne? Feigling. Ja. So, ich muss jetzt erstmal wieder hoch, ne? Vielleicht, wenn ich. Ich habe mich hier einmal so verirrt hier drin. Ich glaube, ich auch. Stimme als Minecraft. Nein, hier geht's runter, ne? Ach komm, mach doch beide, Mensch. So schwer ist es nicht. Serezio. Wo ist die Leiter? Da geht's auf jeden Fall ein bisschen. Oh mein Gott, die stehen zu weit auseinander. Habe ich das Gefühl. Glaube ich nicht, der würde mit den Armen springen kommen. Da geht's noch höher. Hä, noch ein? Was denn? Noch ein Wolfskopfsymbol. Ja, genau, hier kommen wir her. Perfekt. Nein, wir wollen auch schon zum Orangen, oder? Das Orangen ist unten, aber ich will jetzt erstmal zum Aussichtspunkt. Ich will jetzt erstmal den Borgia-Turm einnehmen. Aber mir fällt auch gerade ein, zum Orangen kommen wir erst, wenn wir alle Schwarzen haben, gell? Naja, zum Orangen kommen wir schon rein. Hey, aber das Wichtige da drin kriegen wir erst, wenn wir alle Schwarzen haben. Ja, genau.
dann lohnt sich das auch noch gar nicht, das jetzt, zu machen. Brüder. Doch, man kann es ja schon mal zeigen. Na komm. Oh Mann! Juhu! Wo ist denn der Borgia-Turm? Angeblich. Geradeaus. Ja, ich weiß ja. Die Lache ist so cool. Also nicht du, aber. Na, ja. So, einen habe ich erwischt. Yep. Einer ist besser als keiner. Jawoll. Boah, ich glaube, den fand ich super nervig zum Hochklettern. Den da? Ja. Ohne Kletterarm wahrscheinlich, ja. Immer diese Geldsachen. Wohl, jetzt müsstest du doch eigentlich gerade genug Kohle dafür haben, oder? Ich brauche 6000 irgendwas. Achso. Aber dann ich will den auch jetzt erstmal hochklettern, ne? Weil die Hauptmänner werden ja ausgewechselt, wenn du dann weggehst. Und ja, richtig. Ganz genau. Die Borgia haben einfach viel zu viele Hauptmänner. Deswegen müssen wir sie auch eliminieren. Ein paar Nebenmänner mehr wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Nein, da komme ich nicht hoch, oder? Nee. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Filou. Keine Ahnung. Nein, du Penner! Entschuldigung. Geht's nach links weiter? Uff, oh mein Gott. Fu. Nein, Fu, nicht Fa. Fifu, Fafu. Fast. Yep, ich hab daneben's auch vorbei. Oh. Ja. So. Danke für euren Einsatz. Jetzt darf ich den Turm schon wieder hochklettern. Ey. Kriegen die eigentlich für diese kleinen Einsätze auch XP? Ich glaube nicht. Das wäre aber eigentlich ganz cool. Ich glaube nicht. Halt irgendwie ich weiß es aber nicht. Ein Gegner oder so ein XP. Ja, ich weiß es aber nicht. Okay. Kann gut möglich sein, aber ich weiß es momentan nicht. Bin gerade ein bisschen gereizt, weil ich gerne hier hoch würde, aber ist irgendwie nicht klar. Ja, was ist diese komische rote Markierung auf deiner. Nein. In deinem HUD? Das ist ein Hauptmann. Augenzeuge, ja, Augenzeuge. Ich komme da nicht hoch. Das geht nicht. Ich will nochmal ein Stück. Na komm. Einmal links rum. Oh mon Dieu! Ganz ruhig. Die Vorhänge zu ziehen, das ist nicht nur so hell. Nee, da kommst du hoch. Keine Zwischenstufe. Geduld ist eine Tugend. Ist mir scheißegal! So viel Zeit, wir verplempern. Plemper, plemper. So, jetzt mal rechts rum kann ich nicht. Nach rechts kann ich nicht. Sicher? Ja, ich habe ja nach rechts gedrückt, ne? Achso, okay. Nee, das wage ich nicht nochmal darüber zu springen. Wir haben nicht mehr viel Medizin, willst du sagen. Oder? So. Nee, das geht auch nicht. Hoch. Da kommst du aber auch nicht nach rechts rüber, oder? Nein. Ich bin mir ganz sicher, dass es irgendwie geht, weil das nicht mehr, wenn ich sogar geschafft habe. Ich will hier an die Kante, links rum. Jawoll, er hat's geschafft, oh mein Gott. Wollte ich vorhin schon lang. Ezio, was kannst du eigentlich? Genau. So nach dem Motto. So, jetzt haben wir den Weg. Oh mein Gott. Ich finde die Architektur von dem Turm auch ein bisschen komisch. Das ist wahrscheinlich ein sehr schwieriger Turm. Und anzünden. Okay. Ja, das mache ich jetzt gerne nach dieser Erfahrung. Oh yeah. Okay. Cool guys, don't look at explosions. Yeah. Und noch coolere Typen schauen, springen ab. Ja, genau. Und zwar in einen 2x2 Meter Heuballen.
Richtig, wir haben die Hälfte aller Aussichtspunkte erreicht und können jetzt hier in den Taubenschlag bzw. in den Assassinenturm gehen. Eine Spion eliminieren war erfolgreich und Fabiola Fornari ist auf Stufe 2 gekommen. Und Adele Sozzi ist auf Stufe 3. Nice. Nice, das heißt, nice, wir nice, haben nice, hier nice. Die Lieder. Adele kriegt Rüstung, komm. Und ihr venezianisches Azur. Was sie sehr verdient hat. Und venezianisches Weinrot für Fabiola und Waffen. Nice. So, in London haben wir eine neue Mission freigeschaltet. Kleidung stehlen. Was? 52 und 39 macht 91, ne? Ich glaube schon. Ja. 91, das Risiko gehe ich ein. Und zwar schicke ich Candida Mazzini und Vittorio Vitelli. Genau. Los geht's. Los geht's. Und was haben wir hier noch? Wir haben Saubermachen. Saubermachen sind 100% für Adele Sozzi. Klingt doch gar nicht schlecht. Ja, und sind Level 4 für sie. Also, machen wir. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier in Venedig eine Level 2 Mission, vielleicht 81. Ah. Du kannst aber auch sie einfach als Assassinen behalten, dass du praktisch immer einen für dich hast. Gut. Müsstest du jetzt nicht eigentlich wieder einen, wieder zwei rekrutieren können oder so? Schauen wir mal auf der Map. Der Map? Map. Yep. Schauen wir auf die wieder, Map. Kann ich wieder rekrutieren. Finde ich gut. Aber, weißt du was? Was? Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin viel Spaß und viel Vergnügen. Und der Lukas sagt... Meep, meep.